Dieses Video wird auf jeden Fall etwas anders werden und bringt mich noch immer so zum Kochen. Denn genau das, was ich befürchtet habe, was passiert, passiert aktuell und das auch noch in Deutschland unter deutschen Bloggern und Blogger-Families und Blogger-Mamas und so. Über dieses Thema habe ich auch noch nicht zuvor vom Kanal gesprochen, über transsexuelle Kinder und Bloggerfamilien mit transsexuellen Kindern, angeblichen transsexuellen Kindern. Aber es ist auf jeden Fall an der Zeit, jetzt darüber zu sprechen. Alles, was ich hier in diesem Video sage, ist meine Meinung, meine Perspektive als selbst transsexuelle Person, transsexuelle Frau. Und natürlich war ich auch vor vielen, vielen Jahren mal ein kleines Kind und bin auch groß geworden und habe dann auch festgestellt für mich, dass ich meine Geschlechtsmerkmale nicht annehmen kann. Und ich möchte dieses Video für euch so gestalten, dass ihr am Ende dieses Videos zumindest ein Verständnis davon habt, was Transsexualität wirklich bedeutet. Und wie ihr auch vielleicht dann damit umgehen könnt, wenn ihr selber Kinder habt, von denen ihr auch sicher seid, dass sie davon betroffen sind. Und natürlich werde ich auch hier Kommentare bekommen, die mir sagen, du bist keine Mutter, du hast keine Ahnung von Erziehung und wie auch immer. Ja, Leute, aber ich bin nun mal transsexuell und verstehe, was Transsexualität ist und wie man es auch selbst merkt und wie man auch am besten damit umgehen sollte. Ich bin aber auch keine Psychologin oder irgendeine Ärztin oder eine Wissenschaftlerin, wie auch immer. Ich bin einfach nur davon selber betroffen. Und alles, was ich hier in diesem Video sage, ist natürlich auch nur meine Meinung, okay? Ich wurde gestern auch noch unter meinem letzten Video ein paar Mal gefragt, ob ich mit einem Greenscreen aufnehme, aber nein, das ist real. Das liegt nur an der Kamera, die jetzt endlich richtig fokussieren kann und mich richtig HD aufnimmt und meine Bartstoppel. Just kidding, Leute. Just kidding. Die Bloggerin, über die wir heute sprechen, nennt sich Carrie Kin Catty auf Instagram. Die macht das Ganze auch schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Sie hat auch schon sehr viele krasse Schicksalsschläge erlebt, auf jeden Fall, was ich bisher so von ihr mitbekommen habe. Aber ich wurde jetzt auch bisher nicht auf sie aufmerksam, bis halt dieses Thema anfing. Und zwar geht es um ihren 4 Jahre alten Sohn, von dem sie sich selbst sehr, sehr sicher ist, dass er transsexuell ist, okay? Und ja, Leute, ihr hört richtig, er ist 4 Jahre alt. Und das Ganze geht schon seit einer längeren Zeit. Seit genau 2 Jahren, wenn ich richtig liege. Also sie will wohl schon mit 2 Jahren festgestellt haben, dass ihr Kind im falschen Körper geboren ist und eigentlich ein Mädchen sein möchte. Ich zeige euch jetzt hier einmal eine Instagram-Story. Diese Instagram-Story ist aktuell in ihren Highlights. Die ist 92 Wochen alt. Und dort hat sie auch schon einige Nachrichten bekommen, dass sie ihrem Kind wohl irgendwie aufzwingen würde, Kleider zu tragen und Frauenkleidung anzuziehen. Aber hier erklärt sie irgendwie, dass sie das nicht tut und dass sie ihn einfach nur frei entscheiden lässt, was er anziehen möchte. Hallo. Ich möchte heute mal eine Frage beantworten, öffentlich in der Story, die mir viel privat gestellt wird. Und zwar, möchte er die Kleider wirklich selber anziehen? Dazu kann ich nur sagen, Leute, ich würde meinem Kind auch keine Kleider aufzwängen. Also wir suchen ihm morgens was raus und er sagt dann schon ganz genau, ob er ein Kleid anziehen möchte oder nicht. Die Kleider, die wir jetzt für ihn haben, die hat er von seinen Cousinen bekommen. Die haben ein bisschen ausgemistet und die hatten mitbekommen, dass er gerne Kleider trägt, sodass wir nicht ständig irgendwelche kaufen müssen. Aber ja, mein Kind hat einen sehr, sehr, sehr großen Dickkopf und sagt das ganz genau, wenn er ein Kleid anziehen möchte. Ne? Ich finde es super, dass er noch nicht von der Gesellschaft so geprägt ist. Rosa gehört Mädchen, Röcke gehören Mädchen, denn Hosen gehörten ursprünglich mal Jungs und gehören sie jetzt auch nicht mehr. Und deswegen möchte ich, dass er sich da frei entfalten kann und frei entwickeln kann. Aber ich betone nochmal, das ist seine Entscheidung. Wir zwingen ihm das nicht auf. Er weiß, er hat auch Kleider und sagt das ganz klar morgens, wenn er ein Kleid anziehen möchte. Und weil alle jetzt fragen, wie Willem das findet. Willem? Ja? Wie findest du das, dass Finley Kleider trägt? Sehr cool. Sehr cool. Also nicht nur ich bin der Überzeugung, dass wir das richtig machen, sondern der Papa auch. Genau. Ja, also sie erzählt ihr halt, dass sie ihn einfach frei entscheiden lässt, dass sie ihm auch nichts irgendwie vorstellt, was er dann irgendwie nachgeht, weil vielleicht sie sich das irgendwie von ihm wünscht. Man muss hier halt auch dazu sagen, dass sehr viele Kinder
sich einfach danach orientieren, was ihnen vorgelebt wird oder was sie sehen im Fernsehen. Also ich weiß noch, als ich klein war und ich irgendwelche Filme gesehen habe, dann wollte ich immer der Hauptcharakter werden oder irgendeine Nebenrolle oder so, weil mich das irgendwie inspiriert hat in dem Moment. Also Kinder sind leicht zu beeinflussen und lassen sich auch sehr schnell inspirieren und ne, das kennt man ja auch so. Seit dieser Instagram-Story hat sich aber sehr viel verändert, denn vor kurzer Zeit hat diese Blogger-Mama dann das hier in ihre Story hochgeladen. Sie schreibt: Immer öfter will Finley nun die Haare föhnen, wie ich, und pflege in die Haare und schminke, wie ich. Wir sprechen auch schon über andere Namen, aber so richtig was gefunden hat Finley noch nicht, was ihm gut gefällt. Männliche Pronomen stören ihn nicht, aber er spricht noch immer regelmäßig vom Penis. Und dass er eine Vagina haben will. Dass wir einen guten Arzt suchen müssen, der das operiert, damit es nicht ganz so dolle weh tut. Und lieb muss der Arzt sein. Und dann muss Mama zum Trösten da sein. Leute, es macht mich so wütend. Na, ich erzähle euch jetzt mal was aus meiner Vergangenheit, als ich klein war. Bei mir war es auch so, dass ich sehr, sehr früh gemerkt habe, dass ich eigentlich gerne ein Mädchen sein will, okay? Hat sich dann auch sehr stark ausgeprägt, als ich dann im Kindergarten war, unter anderen Kindern. Und da habe ich mir auch immer gewünscht, als ein Mädchen aufzuwachen und ein Mädchen zu sein. Aber, Leute, ich habe in diesem Alter noch nicht gewusst, dass es überhaupt geschlechtsangleichende Operationen gibt. Und diese Blogger-Mama will jetzt gerade wirklich ihren Followern verkaufen, dass ihr Sohn davon spricht, dass er nicht mehr einen Penis haben möchte, dass er eine geschlechtsangleichende Operation sich wünscht und er doch bitte zu einem guten Arzt möchte, wo es nicht so weh tut. Are you kidding me? Are you kidding me? Also wir wissen, glaube ich, alle, dass sie ihrem Kind das erzählt hat, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und er dann sagte, oh ja, ja, das will ich gerne haben und so weiter. Logischerweise hat sie nach diesem Post einen Shitstorm bekommen auf Instagram. Und dann postet sie das hier in ihre Story und sie schreibt hier: Und natürlich ist der Schrei nach seiner Privatsphäre wieder groß. Witzig. Keiner schreit nach Privatsphäre, wenn alle anderen hier über ihre Jungs oder Mädchen sprechen, über die Geschlechtsidentität ihrer Kinder. Da hat auch niemand abgewartet, bis die Kinder sich mal outen und sagen, hallo, ich bin Jenny und bin ein Mädchen. Ihr macht das zu etwas Unnormalem. Denn für Finley ist es völlig normal, dass er sich als Mädchen identifiziert. Da braucht es kein Outing, wenn er älter ist, denn das ist für ihn jetzt schon Normalität. Leute, was? Das ist so krank. Wem es nicht passt, bitte verschwinde von meinem Profil. Ja, ich werde diese Kommentare löschen und ja, ich werde diese Profile blockieren. Ich habe keine Lust auf eure Negativität, weil ihr versucht, euer komisches Weltbild auf andere zu übertragen. Ja, was machst du bitte? Also sie will jetzt hier wirklich behaupten, als Mutter, dass ein 4 Jahre altes Kind sich sicher in so etwas sein kann. Also, I'm sorry, aber wie viele Jungs von euch haben früher mit Mädchenspielzeug gespielt und all so ein Zeugs gemacht und wollten plötzlich eine Frau? Ich meine, ganz ehrlich, Leute, ich kenne selbst Freunde von mir, die sich früher gewünscht haben, eine Frau zu werden, als sie noch klein waren. Aber das hat sich dann halt natürlich geändert, weil das einfach, Leute, ihr Kind ist 4 Jahre alt, Leute. Das hat sich hier noch gar nicht alles entwickelt. So, wie kann man jetzt bitte das einfach für das Kind feststellen? Das ist so krank, Alter. Das hat sich noch nicht mal ansatzweise entwickelt. Und du, meine Liebe, verstehst doch gar nicht, was Transsexualität überhaupt ist und wie man das überhaupt richtig feststellt, okay? Auch wenn das dein eigenes Kind ist. Aber wisst ihr was, Leute? Ich zeige euch jetzt mal hier was, was es alles vielleicht so ein bisschen verständlicher macht. Schaut euch mal diesen Post hier an. Hier schreibt sie, 32. Woche pure Mädchenliebe. Ich gehöre dann wohl zu den Eltern, die gut zugeben können, dass sie sich dieses Mal ein Mädchen gewünscht haben. Schon bei Finley dachte ich, dass es ein Mädchen wird. Und ja, Schande über mein Haupt, ich war die ersten Tage, nach denen ich erfahren hatte, dass es ein Junge wird, etwas enttäuscht. Dass man sich ein gesundes Kind wünscht, ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit und steht für mich in keinem Zusammenhang mit einem Wunsch zum Geschlecht. Ein Mädchen ist ja nicht gesund und ein Junge ungesund oder umgedreht. Und eins von beiden bekommt man ja sowieso. Hattet ihr ein Wunschgeschlecht?
Ich denke mal nicht, dass es ein Zufall ist. Und sie schreibt ja auch, dass ihr die Gesundheit ihres Kindes wichtig ist. Aber sie wünscht sich für ihr Kind, dass es an einer Geschlechtsdysphorie leidet und transsexuell ist. Make it make sense. An diejenigen von euch, die auch noch immer das nicht genau verstanden haben. Transsexualität an sich ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit, dass jemand transsexuell ist. So, ich würde auch nicht behaupten von mir, dass ich krank bin. Aber eine Geschlechtsdysphorie oder eine Geschlechtsidentitätsstörung wird als eine Störung behandelt. Mit Hormonen und Operationen und auch Therapie. Viel Therapie, bevor man überhaupt so etwas diagnostiziert und feststellen kann. Und auch wenn ihr Mütter seid und ihr glaubt, ihr könnt euer Kind richtig lesen und das richtig für euch einschätzen, dann könnt ihr nicht voreilig beschließen, dass euer Kind transsexuell ist. Und auch schon gar nicht in so einem jungen Alter. Ich rede ja auch in so vielen anderen Videos darüber, aber Transsexualität wird ja absolut demedikalisiert aktuell. Es wird ja komplett dem Ganzen seinen medizinischen Ursprung abgesprochen. Psychologen können euch bestätigen, dass Transsexualität eine Diagnose ist und auch nicht leicht für diejenigen, die diese Diagnose erhalten, die so diagnostiziert werden, die diesen Weg gehen müssen. Es ist verdammt schwer und nicht nur, dass man irgendwie gemobbt wird, sondern einfach schwer, seinem Körper lernen anzunehmen. Auch wenn man die Hormone nimmt und die OPs macht, man leidet wirklich. Das ist nicht einfach. Die Gerade bei transsexuellen Menschen ist doch echt hoch und nicht einfach so hoch, weil Leute gemobbt werden, sondern auch mit der Geschlechtsdysphorie umzugehen, ist eine richtige krasse Herausforderung. Und da gibt es auch nichts zu feiern, wenn man feststellt, dass ein Kind transsexuell ist. Also ich würde mir nicht wünschen, dass mein Kind transsexuell ist. Entschuldigung, nein, weil es auch nichts Schönes ist. Darunter leiden Menschen, Leute. Es ist absolut nicht zu vergleichen mit Homosexualität. Ja, was für ein Geschlecht man liebt. Es geht hier darum, ob man seine Geschlechtsmerkmale annehmen kann oder nicht. Und wenn man die nicht annehmen kann, könnt ihr euch ja vorstellen, wie schwer das für diese Person ist, oder? Wenn man das immer wieder im Spiegel sehen muss. Und selbst wenn ihr Kind transsexuell sein sollte, es ist absolut falsch, dass sie jetzt entscheidet, dass er einen anderen Namen hat, ein anderes Pronomen und er jetzt als Frau leben soll. Weil, Leute, ich zeige euch jetzt mal den nächsten Post und ich weiß echt nicht, wie lange ich noch hier mich zusammenreißen kann oder dass ich hier komplett ausraste. Aber das, Leute, postet sie jetzt in ihre Story. Und sie schreibt hier: Gestern war es dann soweit, es wurde sich endgültig für einen anderen Namen entschieden, mit der eindringlichen Bitte, sie auch so zu nennen. Ich werde ab jetzt auch nur noch in weiblicher Form von Finja sprechen. Also aus Finlay wurde jetzt Finja. Es ist ein Mädchen, sie ist transsexuell und ihre Pronomen sind jetzt sie. Ist jetzt so. Und wie gesagt, alles hier in diesem Video ist nur meine Meinung und meine Perspektive dazu. Aber für mich ist hier wirklich die Grenze zu Kindes eine ganz, ganz schmale, Leute. Eine wirklich ganz, 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 ganz schmale. Kinder sind auch so beeinflussbar. Also, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. I don't know. Es würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet für diejenigen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind und nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen. Mein Tipp ist es, lasst euch bitte Zeit damit, okay? Wenn euer Kind transsexuell sein sollte und an einer Geschlechtsdysphorie leiden sollte, dann wird euer Kind es euch mit ganz großer Sicherheit mitteilen. Wenn es sich auch danach fühlt oder wenn es sich gut aufgehoben fühlt, dann wird es euer Kind euch auf jeden Fall sagen, zu einem richtigen Zeitpunkt. Und auch wenn es früher passieren sollte, mit 3 oder 4, dann nimmt es so an, aber entscheidet es nicht sofort. Geht auf jeden Fall zu einem Psychologen, auch bitte welche, die sich damit auskennen, aber das auch bitte erst dann, wenn euer Kind es euch von selbst sagt und auch wirklich Hilfe braucht oder Beratung braucht und nicht mit 3 oder 4. Freunde, what the heck? Ja, das war's von mir. Ich sehe euch ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.